Soll ich dir mal was sagen? Was denn? Es ist Tag. Es ist Tag und damit hallo. Es ist Nacht, du Trottel. Aber es war gerade wirklich so viel heller hier aus der Einstellung. Es ist immer noch Nacht, aber ich wollte sagen hallo und herzlich willkommen wieder zum Let's Play von, ich wollte gerade sagen Let's Farm Together. Ich bin auch schon total, ich bin hier gerade so super happy, dass ich hier endlich spielen kann. Weil ich habe hier wirklich, wirklich lange drauf gewartet, muss ich sagen. Schöne Grüße übrigens an Anna, die sich ganz bestimmt auch diese Folgen angucken wird. Ich hoffe, sie hat bis zur zweiten Folge durchgehalten. Schreib mir gern mal in die Kommentare, wie du das Ganze findest. So, wir müssen jetzt aber... Kann ich jetzt hier flügen? Ah, warte mal. Ach so, ich konnte das nicht... Ach, jetzt verstehe ich das. Ich konnte... Du weißt schon, dass das eine Quest sein könnte, ne? Ja, das, die kommen aber wieder. Das dauert aber unheimlich lange. Vielleicht jetzt kommen sie wieder. Ja. Der Epi will mir hier absichtlich alles kaputt machen. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Oh, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, weil das sah gerade irgendwie komisch aus, aber ich glaube, wir haben gerade Kartoffeln. Nein, du sollst das da reinmachen. Ich glaube, wir können Kartoffeln machen. Warte mal. Ja, ich bin da ja schon im, das Kartoffeln? Ich glaube, es sind Kartoffeln. Ich kann es hier gerade gar nicht sehen. Da unten links, doch, ich kann es doch sehen. Es sind Kartoffeln. Es sind Kartoffeln! Ich bin die Kartoffelkönigin! Ich habe gerade einen bösen Blick von meiner Tochter geerntet. Deswegen war ich kurz so ruhig. Ja, die hätte sich wahrscheinlich verstört. Was ist der denn los? Kartoffelkönigin, mach dich doch nicht lächerlich, sowas auf YouTube zu sagen. So, wir können das natürlich jetzt alles auch mit dem Traktor machen, aber der Epi hat gesagt, ich soll mir den Benzin sparen. Ich weiß noch nicht mal, wir brauchen ja eine Tankstelle. Wir haben aber keine Medaillen. Ich glaube, für die Tankstelle brauchen wir aber zwei Medaillen. Ich muss mal kurz gucken. Und drücke immer das Falsche. Es tut mir leid, ich bin überhaupt nichts mehr gewohnt heutzutage. So, ist das eine Tankstelle? Nee, das ist ein Schnellreisepunkt. Ich kann hier überhaupt gar nichts erkennen, du. Rustikales Haus. Das ist mein rustikales Haus. Meins. Hier, die Blumen kannst du ernten. Ernte mal die Blumen hier. Er will mir nie antworten. Dann kriegst du die weißen Blumen. Warte mal, wie kriege ich denn die Tankstelle? Ja, da musst du noch warten mit. Das ist das hier wahrscheinlich. Level 5. So ein Tanklaster. Ja, der Level ist das. Ja, der Tank. Aber dafür brauchst du auch zwei Medaillen. Ich weiß nicht, wie. Ich habe nur eine gekriegt bis jetzt. Wir müssen. Über Escape, Questverlauf. Hier, genug ist genug, haben wir erstmal drin. Da kriegen wir wieder eine Medaille für. Wir müssen Karotten. Und Apfelbäume. Wir haben 12 Apfelbäume, kann das sein? Achso, ist momentan noch nichts zu ernten. Das kann ich nicht ernten. Ich habe mir mehr gepflanzt, damit ich mehr habe, aber du hast zu wenig. Lass mich doch erstmal einen kleinen Überblick hier machen. Der Epi ist nur am Meckern die ganze Zeit. Ja, hier, jetzt hol mal die Blumen. Ich stell die mal alle hier vorne hin, würde ich sagen. Wie ging das nochmal? Warte mal, mit Y, ne? Mach die nicht kaputt. Muss ich die Blumen selber machen oder warum sagst du das jetzt so? Mach die, ja, weil dann kriegst du die weiße gleich. Die Margarite. Ja, aber das ist doch auch, wenn du die machst. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ja, aber ich meine, gut, ich bin dann... Ja klar, Blumen. Ich bin dann natürlich auch dabei am Leveln. Und du bist ja eh schon... Du hast ja eh schon so ein hohes Level. Deswegen hast du ja auch viel mehr von dem... Von dem Dings hier. Von dem... Ach so. Oh, ich muss mal eben kurz... Eben was einstellen. So, ich habe nämlich gar nicht die Übersicht gehabt, ob ich jetzt hier überhaupt. Ob ich überhaupt am Aufnehmen bin. Ich sehe das zwar im OBS, aber alles andere war jetzt hier gerade noch aus. War das denn früher auch mit Y oder habe ich das einfach nur nicht mit Y gemacht? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Mit dem Umsetzen meine ich jetzt. Oder ist das echt schon so lange her? Ich glaube, meine alte Farm, also von Farm Together 1, die könnte ich gar nicht mehr machen, weil ich gar nicht mehr weiß, wie die ganzen Dings hier sind. Wie die ganzen. Dings und Bums sind. Mhm. Ne? Du weißt, was ich meine. Genau. Nee, falsch. Boah, ihr Drecksäcke. Ich zieh was raus, will es direkt wieder setzen und sagen sie mir falsche Jahreszeit. Ehrlich. Das war jetzt aber gemein.
Also wie ihr sicher schon mitbekommen habt, wenn das rot umrandet ist, dann könnt ihr gerade nichts machen. Ich drücke halt trotzdem immer allgemein nochmal drauf, weil könnte ja sein, dass da trotzdem noch was geht. Nein, ich krieg's nur einfach nicht mit, dass es dann in dem Moment rot ist. Wenn es orange ist, dann könnt ihr hier was abpflücken. Die machen wir auch gleich mal zusammen. Ja, und es ist halt wie bei Farm Together 1 auch, dass man die einzelnen Bäume, also die Apfelbäume kann man halt in jeder Jahreszeit einmal wieder neu pflücken. Kann man jetzt eigentlich mehrere Sachen auf einmal machen? Warte mal. Ja, ne? Ich bin ja auch doof. Wieso mache ich das eigentlich nicht? Ich meine, das ging ja vorher. Vorher ging es ja auch, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass es nicht mit Y war. Ihr habt ja mal die Karotten gepflanzt, damit du die Quest weitermachen kannst. Aber die brauchen 11 Minuten oder 10 Minuten. Woran siehst du das? Oder jetzt im in dem Baumenü da, also in dem Kaufmenü-Dings. Du musst nochmal. Warum machst du das so unschön da oben? Damit ich das nachher schneller alles mit dem Traktor machen kann. Warum macht man das wohl so? Kannst du das Was hast du denn jetzt hier schon? Er redet hier von unschön und dann macht er mir hier so ein riesiges, ekliges Feld. Einfach so klatscht das da hin. Ich glaube echt, du brauchst neue Rechte. Warte mal eben. Das ist ätzend. Ich kann das nicht wieder wegmachen. Ja. So, warte mal. Also wenn ich dir jetzt... Ne, du hast jetzt Vollzugriff. Wehe. Du machst mir hier irgendwas kaputt. Wehe. Hast du da ernsthaft gerade mit so einem Hammer draufgehauen? Ja. Warte mal, mach das nochmal, das will ich in groß sehen. Warte. Ja, das ist klar. Das ist so Clownzimmer. Ja. Ja, das ist ja cool. Von Hau den Blutplatz irgendwie oder so. Ja, das ist richtig niedlich irgendwie. Können wir das nicht schon... Moment. Achso, nee. Kann ich nicht. Ja, die habe ich gerade gepflanzt. Ach, das ist... Nee, das ist, weil ich die gießen kann, theoretisch. Okay, verstehe. Was ist denn mit unseren Fischileins? Hallo, Nemo. Ah! Waren die gerade da, oder was? Was kommt sie jetzt? Was war denn das jetzt für eine Animation? Hast du die schon mal gesehen? Ja, ich habe die schon zweimal rausgeholt. Ich dachte, die wirft jetzt so eine Angel oder so vielleicht noch, was irgendwas neu animiert ist, habe ich schon gedacht. Aber dass sie da mit so Köcher einmal reinhaut und alle springen erschrocken nach oben. Aber deine Farm ist echt anders als meine, weil ich habe auf dieser Seite hier Wüste und so ein paar Felder noch hier auf der Richtung. Und das hier hab ich nicht. Ach so, hier. So das eine Wüste hier. Hier, ja, oder? Was auf der Seite ist, habe ich nicht. Und da sind ja auch Felder. Da musst du nachher mal gucken, wenn du erweiterst, ob du dann gleich so erweiterst mit denen, die du schon mal gut gebrauchen kannst. Ne? Ja, da hinten ist sogar Schnee. Achso, benötigt Bauern. Ah, kann ich doch so einfach machen, sehe ich gerade. Aber erst ab Level 5. Ja, wahrscheinlich sagt der dann, ey, du hast jetzt Level 5 erreicht und mach mal was für dein Geld hier. So in der Art. So, Karotten haben wir 30. Wir brauchen 20 für die Quest. Ne? Sehe ich richtig, trotz meines Schluckaus. Ja, weil ich habe das jetzt einfach mit dem Traktor mal eben so ein bisschen dahin geknallt. Nein, aber, achso, die Apfelbäume haben wir durch, okay. Das ist, also, optisch, doch, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es richtig geil. Also, finde ich es, weil es auch ein bisschen anders ist, natürlich. Mhm. Gut, so alles in allem haben sie auch viel so vom Grunddesign vom Alten genommen, so wie das hier aussieht. Natürlich dann auch die Tiere, die du hast. Wie sieht denn das Huhn eigentlich aus? Warte mal, das muss ich mir angucken. Aua, ich werde hier... Zeigt euch mal. Ey, die sehen aus, als würden die mich auslachen. Komm mal her. Oder als ob die Nacht durchgemacht haben. Soll ich euch was von meinem Energy Drink abgeben? Seid ihr danach wieder gut drauf? Oh Gott. In 10 Minuten. Drogen für die Tiere. Nein, die wollte ich doch erst machen, wenn ich die wieder neu pflanzen kann. Ich so tapy, die weggemacht. Nein, nicht lachen. Nicht lachen, das ist böse. Nein, das ist auch böse. Warte. Ach, scheiße. Ich habe keinen traurigen Smiley. Ach, du kannst mich mal.
Was haben wir denn da hinten? Da hast du aber noch nichts gemacht, ne? Weil das konnte man... Ah, dieser kleine Drecksack. Ich sag extra noch, ich lasse die da drin, falls wir die brauchen in den zwei Feldern. Und er hat da einfach Kartoffeln reingepflanzt. Ey, du Kartoffelkönig, komm mal her. Ja, damit du das nächste Zeug kriegst. Ich geb dir eins drauf. Du kriegst das nächste, dann, wenn du die aberntest. Ich hab noch nicht mal ein Emote, um dich zu schlagen. Kannst du, kriegst du schon die weißen Pflanzen? Ach so, Pflanzen, Blumen? Da wollte ich eben mal nachgeguckt haben, genau. Blumen? Nee, nur die roten im Moment. Nee, bist du schlecht, die musst du nochmal abernten. Warte mal, wo sehe ich denn da? 180? Die würde ich dann aber schon gerne hier Übrigens so... Übrigens finde ich deine Monokultur scheiße, wenn du da nur so Äpfelbäume so in Reihe und Glied stellst. Kannst mich du mal Du musst verteilt sein. Sein auf dem Land. Ja, aber ich will das ja jetzt schneller abernten. Deswegen mache ich das hier so. Guck mal, ich kann das zum Beispiel ja auch so, damit das hier schöner aussieht. Huch! Was ist das? Blumen bleiben permanent, das wissen wir, und geben immer wieder Ressourcen. Wenn sie vernünftig gegossen werden, wachsen sie doppelt so schnell. Sobald sie fertig sind, kannst du sie ernten und Geld und Ressourcen bekommen. Das ist ja toll, aber ich habe ja schon welche geerntet. Ich wollte eigentlich nur neue hier hinstellen. Ach, es ist am Regnen. Nein! Schickt mir wieder Sonne. Das sieht besser aus und dann hat der Epi mehr zu tun. Nein. Sonst ist er gleich weg. Dann weiß er überhaupt nicht mehr. Sag mal. Ich stehe hier voll im Gras drin. Ist das so gewollt? Ja. meine Schuhe sind schon ganz nass. Eieiei, nee, aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß, was ich jetzt die nächsten Tage wieder suchten werde. Also hier, das hier nicht, weil das ist ja jetzt meine Let's Play-Farm, sage ich mal. Du kannst mich mal, ich bin hier gerade gemütlich am Gießen gewesen. Du kommst einfach mit deinem doofen Traktor an. Kannst die anderen gießen. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Die kannst du jetzt auch mit Traktor machen. Ja, ich weiß. Wenn du das machst, kann ich dich ausmeckern. Wenn ich das mache, dann kann ich dich nicht ausmeckern. Deswegen habe ich das jetzt liegen gelassen. Aber wieso dauern die Karotten eigentlich so lange? Waren die nicht schon mal schneller? 2 Minuten noch, also eine Minute jetzt noch. Ja, oder es kommt mir tatsächlich so vor, weil, weiß ich nicht. Was ist mit dem Traktor eigentlich? Ich habe ja jetzt noch keine Tankstelle, aber der füllt sich nicht mit der Zeit auf, oder? Doch, aber langsam, also extrem langsam. Deshalb mache ich ihn nicht so schnell leer. Weil wenn er dann unten ist, dann dauert es immer ewig. Ja, da unten links sieht man auch die jetzt Zeit, noch 26 die Minuten. Die sind so süß. Ich würde mit dir nichts den ganzen Tag angucken, meine kleinen Clownies. Oh, auf diesem Weg schönen Gruß an Clowny, dem YouTuber. Falls das jemand hier hier hört und sieht, der den auch kennt, dann geht mal auf den Channel und lasst mal liebe Grüße da. Dann könnt ihr sagen, Clowny, du bist bei der Gameplayerin im Teich geschwommen. Er ist Clowny. Erzähle ich dir nach der Aufnahme. Es würde jetzt zu lange dauern. Ich hoffe nicht ein Clown aus DBD. Nee. Das wäre ja Horror. Soll eigentlich der Teriffer oder wie heißt dieses komische Viech? Soll das eigentlich auch kommen? Hast du da mal was von gehört? Was denn was? Bei DBD? Ja, was habe ich gehört? Ah, warte mal. Wie kann man... Mach die! Ja, mach die! Noch mehr! Noch eine mehr! Ja, wir haben die Quest! Juhu, wir haben die Quest! Jetzt, du kannst... Hast du jetzt 2 Medaillen? Oder wie viele Medaillen hast du? Eine. Die eine musste ich ja abgeben, um das Haus zu bauen. Warum hast du ein Haus gebaut? Nein, nicht Haus. Ja, diese für den Traktor da, dieses Haus. Ja, aber wir brauchen den Tankwagen. Ja, da kann ich doch nichts für. Kann ich aber auch erst mit Level 5 machen, habe ich dir eben schon gesagt. Ja, ich habe schon Level 6. Ja, das ist ja toll für dich, aber ich nicht. So, Fischlein können wir auch. Da können wir eigentlich von gar nichts können wir hier großartig... Was sind das hier? Ach, das ist das Gelände. Hier, erforderliche Funktion Landschaftsbau. Soweit bist du wahrscheinlich noch nicht, ne? Alter! Was machst du hier immer? Ich gucke mir was an und dann werde ich hier rausgeworfen und dann kommt wieder irgendein neuer Hinweis hier rein. Ja, du bist jetzt Level 5. Farmerweiterung. Das, was ich eben schon angedeutet habe. Sobald dein Level hoch genug ist, kannst du deine Farm erweitern. Das heißt, wir sind jetzt Level 5. Um den verfügbaren Platz vergrößern. Farmerweiterungen haben eine minimale Levelvoraussetzung und kosten Medaillen. Ach shit, dafür muss ich ja auch noch Medaillen dann ausgeben. Ah.
Nee, ich Moment. Dachte, das kostet Diamanten, nicht Medaillen. Ja, hier steht Medaillen. Aber früher waren es auch immer nur Diamanten. Da muss ich gleich mal kurz gucken. Um deine Farm zu erweitern, geh zum Rand deiner Farm, drücke die linke Maustaste, agier mit. Ja, das haben wir eben schon. Ja, aber wo komm ich hier nochmal raus? Hallo? Ich würde gerne hier aus dem. Ja, Escape for. Danke. Weil das jetzt hier rausgeplöppt ist, komme ich nicht mehr aus meinem Menü raus, oder was? Hallo? Aha. Enter auswählen. Abbrechen. Ah. Okay, Trick 17. So. Oh, ich höre hier schon wieder ein Rasenmäher hinter mir. Hier, kaufen 50 Edelsteine. Warum schreiben die denn Medaillen dahin? Weil Medaillen sind ja diese rosanen oben rechts. Muss ich jetzt nicht ganz verstehen. Ja, aber guck, was du kaufst. Warte mal. Da sind Blumen drauf, wenn ich das richtig sehe, oder? Geht das? Das geht bis da hinten. Also Blumen wären natürlich nicht schlecht, dann hätten wir mehr Geld. Hier sind noch mal Hühner und jede Menge Bäume. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, Hühner brauchen wir. Wir brauchen Hühner. Ganz viele? Ja, nee, viele nicht, aber vier erst. Ja, vier, da kommen wir doch damit aus. Ja, aber hier sind Felder, dann nimm doch das Ding mit den Feldern auch. Ja, oder da hinten, da sind halt, wie gesagt, schon Blumen drauf. Die habe ich aber noch nicht. Ja, dann mach das mit den Blumen. Das wäre dann hier, guck mal, komm mal hier rüber, das wird schon wieder alles dunkel hier. Das sind doch Blumen, ne, da hinten. Das müssten die Gänseblümchen, glaube ich, sein, die weißen. Stimmt, ja, genau. Mal, nimm das. Warte mal, ich guck nochmal zur Sicherheit. Ach, ja, die habe ich jetzt auch freigeschaltet. Margeriten sind das übrigens. Oh, so. Hab ich das jetzt gemacht? Nee, ne? Das hast du. Boah. Alter. Du kannst nicht mal irgendwo im Menü mal eben kurz was gucken. Da ist der Episi. Der gibt hier mein ganzes Geld aus. Meine ganzen Kristalle gibt er aus. Ich hab doch gerade gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt doch. Ach, guck mal, hier sind auch Hühner. Wo ja, und da hinten ist noch mehr. Guck mal, hier sind ganz viele Rüben. Ach so, das gehört auch noch dazu. Stimmt. Ja, bis da hinten. Das sind übrigens keine Rüben, das sind Karotten. Nur mal so am Rande, aber. Ich hol jetzt die ganzen Bäume rüber. Nein. Doch, damit. Aber wir brauchen Äpfel. Ja, damit wir. Ja, sonst müssen wir immer hin und her laufen. Also das. Aber ist die falsche Jahreszeit. Warte mal. Nee, nicht falsche Jahreszeit, weil wir das gerade bekommen haben. Und wir in der Jahreszeit schon was gemacht haben. Deswegen können wir die jetzt noch nicht machen. Die sind ja in jeder Jahreszeit. Äpfel kannst du in jeder Jahreszeit machen. Also Apfelbäume. Zitronenbäume glaube ich in jeder zweiten, eventuell auch in drei Jahreszeiten, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so auswendig, müsste ich mal nachgucken. Würde mich mal interessieren, wir haben jetzt, also ich habe jetzt 9 Stück auf einmal, ich denke mal, dass du mal wieder bis 99 das machen kannst. Oh, ich wollte gerade sagen, guck mal, hier ist noch ein riesiges Feld, das ist unsere eigene Farm. Oh nein. Ich sag ja, ich brauche eigentlich Schlaf, aber ich komme im Moment nicht dazu und ich wollte, also ich habe ja schon eben kurz angedeutet, dass es mir ziemlich beschissen geht gerade und ja, ich brauche eigentlich mal so einen Tag Schlaf, aber ich war so unheimlich aufgeregt wegen dem Spiel und ich finde auch, ich meine, ist natürlich, ist natürlich jetzt nicht so viel, aber ich meine, da wird wahrscheinlich noch einiges kommen, was, ja, recyceln. Das habe ich gesehen. Nein, du hast gar nichts gesehen. Ich weiß ja gar nicht, was du meinst. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ey, du hast das aber nur einmal angenommen, die Sau. Achso, ich wollte doch eigentlich Margeriten auch hier hinstellen. Warte mal, Kartoffeln, ist das... Kartoffeln kann man in jeder Jahreszeit dran machen. Ist das denn so wie bei dem alten? Da hätten wir 55 auf 40 Minuten. Da hätten wir 30 auf 30 Minuten. Guck mal, ob diese Legehände jetzt nicht mehr so bald. Ja, Mais und Kartoffeln tun sich beide nicht sehr viel, ne? Nur da hätten wir 4 also XP wir im Vergleich zu 3 XP, ja. Wieso hast du so viel Mais gepflanzt noch? Ich habe eine Reihe Mais gemacht. Ja, aber ich hätte doch schon 10 gemacht. Ja, ich mache ja von jedem eine Reihe. Ich weiß nicht, was du hier für einen Quatsch veranstaltet hast. Jetzt haben wir hier 3 Reihen nebeneinander. Nein. Doch, ich habe extra von... Deswegen wollte ich die ja auch stehen lassen, damit wir die, wenn wir die brauchen, abernten können.
Du hast noch nie Farm gespielt, ne? Du hast keine Ahnung, aber davon hast du ehrlich, ey. Was ist hier mit den Blümchen? Können wir die... Wir müssten diese Hühner jetzt... warum legen die keine Eier, die Drecksviecher? Weil du die vielleicht erstmal... Oh, hier, das kann man abernten, wenn man will. Nein, wollen wir aber nicht. Also nehme ich an, dass wir das noch nicht wollen, weil die Karotten, die kommen ja halt sehr oft auch schon mal da drin vor. Deswegen mache ich die auch immer da ein, zwei Reihen. Warte jetzt 2 Minuten bei den Legehennen und dann klaue ich denen die Eier. Mach das. So. Und dann gehe ich ins Tal und dann verschleudere ich das alles. Das traue ich dir zu. Aber ich habe schon Schweine, ganz tolle. Ja, ich kann die, glaube ich, noch nicht frei... Also ich hatte die eben zumindest, konnte ich die noch nicht freischalten. Ich weiß jetzt nicht genau. Noch, du musst die Hühner hier einmal ernten, dann hast du es. Hä? Nee. Oh. Normalerweise hat das mit dem Level zu tun. Nein, ja, wenn du die erntest, dann steigst du ja im Level und dann kommt das. Ach so, mit meinem Level meinst du? Ja. Ja, warum machst du dann hier alles? Warum mach ich dann hier nichts? Weil du mich eingestellt hast. So, haben wir die jetzt alle, damit wir die jetzt schneller abernten können. Also jetzt nicht, aber dann 19 Stück, die passen ja doch gar nicht alle hin. Lass mal gucken hier. So. Ich meine, klar sieht das schöner aus, wenn die überall verteilt sind, aber gerade so am Anfang, wo man natürlich noch, naja, nicht einiges zu tun hat, aber wo man natürlich noch Geld machen muss und möchte, da ist es dann doch schon ganz gut. Die Hühner haben wir schon mal. Ich bin übrigens Level 2,5, nur mal so am Rande. Du bist wahrscheinlich schon auf Level 10 jetzt. Und lüg mich nicht an, ich kann das sehen. Ich bin Level 6, fast 7. Nee, angefangen Level 6. Ey, das passt genau rein. Das ist so perfekt. So. Und dann mähen wir nämlich jetzt einmal hier mit dem Traktor durch. Zack. Zack, neue Stufe. Bei jeder neuen Stufe für... Oh, das ist voll. Warte mal, kann ich da mittlerweile was bauen? Oh, der Traktor ist freigeschaltet. Wir brauchen dringend die Medaille. Ja, kriegen wir. Aber mein Haus würde ich auch gerne mal bauen. Wenn der Mais fertig ist. Doch, mein Haus würde ich auch gerne mal bauen. Aber ich brauche erstmal die Erweiterung. Wenn die Erweiterung teurer ist als das Haus, dann fange ich an, das Haus zu bauen. Der Mais braucht aber noch 10 Minuten. Oh, dauert erst lange. Kannst du keine Erweiterung holen nochmal? Das sind 10 Minuten. Hier drüben ist Mais. Ist nee, ich habe doch nur 30. Soll. Hallo. Das den erste hat 50 so gekostet. Das benötigt übrigens Level 9. Ich kann... Warte. Ja. Was hab ich denn gemacht? Ich hab denen die Eier geklaut und einfach den Sack zugemacht. Ich bin eine Eierklauerin. Mach mal dein hässliches Gästebuch hier oben hin. Nee, dafür brauche ich ja auch wieder Edelsteine. Ich glaube, die Blumen braucht noch eine ganze Weile, ne? Ich habe da jetzt gar nicht nachgeguckt. 21 Minuten, ja gut, okay, die brauchen generell was mehr. Haha. Kann ich ja nicht, ist ja noch genug drin. So, wir brauchen... Achso, doch, wir brauchen Mais. Wieso kann man den immer noch nicht ernten? Hatte ich den nicht eben geerntet? Nein. Warte mal eben. Er kann nämlich auch da drauf klicken. Dann kommt man nämlich hier wieder aus. Das muss ich den Leuten nämlich zeigen, die das noch nie gespielt haben. Ach stimmt, der Mais dauert so lange. Ah, Zucchini können wir machen. Zucchini. Ach, Mann, es ist doch doof, wenn das hier so unterschiedlich ist. So, zack. Ich war hier mit meinem kleinen rosa Traktor. Ach, wir müssen auch mal eine ganz wichtige Sache ausprobieren, den Fotomodus.
So es sieht er aus. Haben sie nicht gemacht, den hat es kaputt. Interface ausblenden mit Space und mit Enter. Mein erstes Foto. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie ich zurückkomme. Warte mal. Kamera bewegen. Nee, das ging ja gerade. Ach so, doch, jetzt geht's doch. Ja, ich werde nie wieder hier rausgehen. Das ist so schön. Ich liebe Fotomodi. So. So. Was ist denn das für eine Errungenschaft? Wenn du auf die... Ist das auch, wenn der Traktor weg ist? Ja. Wenn du auf die Blumen drauf gehst... Ist das hier auch? Nee, da nicht. Wenn du auf die Blumen drauf gehst... Stell dich mal auf die Blumen einfach so drauf. Dann ist da so eine Trophäe abgebildet. Weißt du, was das bedeutet? Das kann ich noch gar nicht. Ja, dass ich ein Held bin. Ja, genau. Du bist ein Held für mich, aber ich weiß nicht, ob das auch für die Blumen zählt. Das zählt auch für die Blumen. Ich bin der Blumenheld. alle 2 Stunden, jede Stunde. Was ist denn mit den Bäumen? Zitronenbäume kommen ganz sicher auch bald dran, ne? Da werden wir hier mal ein paar mehr hinstellen. Nein, da gibst du das ganze Geld aus. Och, Leute! Bäume tragen Früchte zu spezifischen Jahreszeiten. Ja, das haben wir doch alle schon gehabt. Ernte sie zur richtigen Jahreszeit. Wir wissen's. Ich will die ja nicht ernten. Ich will die gerade hier hinstellen. So, damit wir zumindest 9... Eigentlich braucht man ja immer 10 für so eine Quest normalerweise. Wieso brauchen die Fische schon wieder 12 Minuten? Aber es sind freundliche Fische. Die sehen gut aus. Aha. Konnte nur leider immer noch nichts machen. Ach, Moment. Er hat aber gesagt, in der Stadt muss ich was machen, um mein Lager zu erhöhen, oder? Meine ich? Nein. Ich gehe gleich nochmal eben Richtung Stadt. Ja, ja, in der Stadt kannst du dein Dings, das Treibstofflager erhöhen und sowas. Aber ja, ja, das weiß viel, ich, aber... Ja, ist aber zu teuer. Nee, da war auch was mit diesem Verkaufsladen, den ich als erstes gemacht habe. Und dass dadurch mein Lager sich erhöhen soll. Den habe ich ausgeplündert. Ich habe dir Diamanten besorgt dafür. Ich habe Sachen verkauft. Du hast jetzt 52. Guck mal, ob du nochmal eine Erweiterung machen kannst. Nee, doch erst ab Level 7 war es, glaube ich. So, ist das ist für alle Seiten egal, ne, oder? Ja, ja, das ist, du fängst mit dem Kleinsten halt eben an. Und wehe, du klickst wieder irgendwo drauf und kaufst mir hier unerlaubt Sachen. Vor allen Dingen nicht die Wüste, die will ich jetzt erstmal gar nicht haben. Warum? Die Wüste lebt. Ja, nee, ich würde dann als nächstes erstmal da hinten den Teil, weil da sind halt noch... Ach, ich habe noch die Kartoffeln hier drin. Da sind halt noch jede Menge Hühner und so. Du musst auch mal ein bisschen Salat anpflanzen. Salat ist gut. Geht schnell. Ja, ich wollte von jedem eine Reihe machen, aber da du das ja jetzt irgendwie so komisch gemacht hast, machen wir jetzt... Jetzt hast du da Salat. Warte mal, was haben wir denn noch? Möhren haben wir hinten noch. Zucchini habe ich uns auch im Feld angelegt. Ja, dann mache ich das hier, die zweite Reihe hier noch durch. Und... Wir haben so wenig Zucchini, dann machen wir von denen auch mal ein paar hier rein. Das ist ja nicht unser einziges Feld. Man kann ja, guck mal, wie viel Platz wir hier haben. Man kann ja hier nebenbei auch noch überall was machen zur Not. Ja, hinten die Felder kannst du auch noch erweitern, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Klopfen. Würde ich immer im Weg. Ab wann kriegt man diese Schnellports? Kann ich schon kaufen, glaube ich. Kostet aber noch zu viel. Achso. Was war mit dem nochmal? Hallöchen. Du siehst mir aus wie so ein Felix oder so. Charles, achso, Charles Caesar. Ja, wir haben uns schon mal getroffen. Ach so, der hat... Och, die Sau. Jetzt hat er gar keine Quest mehr für mich. Bleib stehen, junge Dame, bleib stehen. Ja, eine Quest habe ich abgegeben. Das war irgendwas mit Eiern. Diese Hitze regt meinen Appetit an. Ich wäre bereit für ein Omelette-Sandwich, aber ich möchte eins mit hochwertigen Zutaten. Hervorragend.
Ich habe jetzt unser ganzes, was wir eingenommen haben, habe ich jetzt verkauft. Aber dafür haben wir 66 Edelsteine jetzt. Ja, ich bin gut, ne? Nee, du verballerst alles. Ja, das auch. So, da können wir dann also, damit unser Start, was ist denn das hier eigentlich? Damit unser Start ein bisschen besser ist, können wir jetzt quasi hier so Auberginen verkaufen, Salat verkaufen. Ich denke mal, das hier soll ein Peperoni sein. Ach, nee, das ist, oder? Nee, doch, das ist Salat. Warst du das gerade? Nee, ich habe nichts gemacht. Oder war das gerade im Spiel? Das hörte sich nur so komisch an. Auffüllen. Okay. Beim Händler füllt sich... Ach so, ich kann nur so viel machen, wie der Händler Vorrat hat, oder ja, wie? Ja, ah. Du müsstest den Händler dann aufrüsten oder du musst dir noch einen Laden holen oder so. Okay, das ich dachte gerade... Denke ich mal ausbauen. Nee, ich dachte gerade, ich kann mich auffüllen, deswegen... auffüllen, Kapazität... Also wir bräuchten noch 6-mal Weizen. Was machst du denn hier schon wieder? Quest ab. Boah, ich muss hier echt mal nach dem Besten sehen hier. Das du geht ja gar jetzt nicht. Hyrot. Hyrot steht da. So, jetzt muss ich hier erstmal was ganz Wichtiges hinbauen. Moment. Hol erstmal den Tanker. So. Kann man den Sachen jetzt nochmal drehen? Ich weiß es gar nicht. Mit Y, okay. Die Frage ist, wie machen wir das am besten? Stellen wir das Ding hier? Könnten wir eigentlich, ne? Ich hab einen Tanker! Ich hab einen Tanker! Hey, was ist denn mit den Clownfischen los? Wir brauchen die 5 hier. Ich mach den Fotomodus rein. Ich hab einen Tanker! Ja, kann ich mich dabei eigentlich noch drehen? Nee, kann ich nicht, aber ich kann das so ein bisschen drehen. Das soll mal... Komm mal mit mir hier hin. Komm mal hier hin. Stell dich mal mit mir vor den Tanker. Wo bist du? Du siehst mich nicht. Da bist du. Stell dich mal auf die andere Seite vor den Tanker. Ich muss doch so ein schönes Bild von uns machen. Genau. Und dann... Ja, wir haben Tanker. Ja, der war jetzt zu spät. Aber wir haben trotzdem ein schönes Bild gemacht. Das wird jetzt auf jeden Fall ein Coverbild werden. Was? Habe ich jetzt gemacht? Das habe ich genau gesehen. Der hat da Kartoffeln reingeworfen. Was war das denn? Ja, du hast dein Körbchen genommen und hast da Kartoffeln reingeworfen. Oh mein Gott, ich glaube... Kann ich da tanken dran? Ja, ja. Nein, aber nee, brauchst du... kannst du so machen mit der Hand. Ich würde sagen, ich schaue jetzt mal nach, was der Epi da genau gemacht hat, warum der da Kartoffel reingeworfen hat. Wir machen ja einfach mal einen schnellen Cut und dann sehen wir in der nächsten Folge weiter, ja, was wir noch alles so machen können. Ich muss mal gucken, die nächste Folge mache ich noch so, wie das für uns, ne, so nach und nach ist. Und danach mache ich dann immer so Abschnitte, dass ich euch zeige, was ich Neues freigeschaltet habe oder was wir beide Neues freigeschaltet haben. Ich weiß ja nicht, wie oft der Epi mit auf diese Farm möchte. Gar nicht mehr. Nur seine eigene machen, das ist das Problem. Ich mache jetzt nur noch meine eigene, sonst wird die ja nicht vorwärts gehen. Ja, das ist... Oh, scheiße, ich wollte dich abernten. Oh, scheiße. Schon wieder. Oh, Mann. Wollte ich die nicht abernten. Kann man das kleiner machen? Ah. Ah, mit Steuerung. Okay. Ich habe gesehen, was er abgeerntet hat. Ich sag ja, ich habe dir immer Zucchini gedingst. Ich muss überall immer wieder die Finger drauf halten und dem Epi mal so einen Klaps von einen Schlag vom Hals und einen Klaps vom Kopf geben, damit er hier keinen Unsinn macht. Oh, wir haben aber auch schon Level 6,5. Das ist gut. Wir brauchen noch ein halbes Level, damit wir ja weitermachen können. Wie gesagt, ich guck mir jetzt nochmal den Tanker genau an und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.